Der Auftakt in die DL-Spielzeit 24/25 hatte mit der Partie Augsburger Panther gegen RC Ingolstadt ein wirklich hochspannendes Spiel zu bieten. Die Action auf dem Eis begann mit einem etwas übermotivierten Bandencheck von Fabio Wagner an Anthony Lewis. Daraus resultierte die erste Überzahlsituation für die Augsburger. Bis auf einen halbgaren Abschluss von Andrei Hakulin und einen gefährlichen Pass von Nolan Zajac, der von dem vor dem Tor stehenden Alexander Oblinger nicht verwertet werden konnte, wurde es in der ersten Powerplay-Sequenz nicht gefährlich. Ein Crosscheck von Morgan Ellis sorgte dann sogar für eine kurze 5 gegen 3 Situation und dafür, dass sich die Augsburger weiter im Powerplay probieren durften. Aber bis auf einen Schuss von Cody Kunic, welcher von Michael Gartheig pariert wurde, und einem Riley Damiani-Schuss, welcher von Henriques Morales geblockt wurde, verlief auch das zweite IV Powerplay eher harmlos. Was mit Sicherheit auch mit dem aggressiven Penalty-Killing der Ingolstädter zu tun hatte. Ross Mann musste gegen einen Schuss von Riley Sheen das erste Mal parieren. Dann kamen die Augsburger das erste Mal bei 5 gegen 5 ins Drittel der Ingolstädter. Dennis Reul schoss die Scheibe tief. Gartheig konnte die Scheibe gegen den anlaufenden Moritz Elias nicht entscheidend aus der Rundung klären. Moritz Elias und Cody Kunic sicherten sich den Puck. Cody Kunic spielte einen schönen Pass zu Christian Blumenschein. Dessen Schuss konnte Gartheig noch parieren. Den Abpraller sicherte sich allerdings erstmal Andrei Hakulinen, der nach einem feinen, aber kleinen Doppelpass mit Christian Blumenschein den freistehenden Cody Kunic bediente. Dieser brachte die Scheibe mit einem satten Schuss im Tor der Ingolstädter unter. Die Augsburger hätten direkt nachlegen können. Michael Gartheig und Fabio Wagner verhinderten jedoch das 2:0 durch Riley Damiani. Die Augsburger blieben am Drücker. Chris Collins, McCourt und Moritz Elias scheiterten mit einem gut ausgespielten Angriff mehrmals am Ingolstädter Schlussmann. Danach intensivierten die Ingolstädter ihre Offensivbemühungen. Doch weder ein Schuss von Morgan Ellis noch ein gut vorbereiteter Angriff von Alex Breton, der Charles Bertrand in Szene setzte, konnten Straussmann wirklich fordern. Ingolstadt kam danach besser aus dem Powerbreak. Nachdem sich der ERC Ingolstadt im Augsburger Offensivdrittel festgesetzt hatte, landete der Puck bei Wayne Simpson, der Miles Powell einsetzte. Powell scheiterte jedoch an der AIV-Defensive und dem Goalie. Mit Ingolstädter Spielkontrolle sollte es zunächst einmal weitergehen. Doch schien es in dieser Phase nur durch Schüsse von Verteidigern wie Fabio Wagner oder Alex Breton in Richtung Tor zu kommen. Die Schüsse gingen aber entweder am Tor vorbei oder wurden vom IV-Schlussmann pariert. Nach einem etwas sorglosen Pass von Leon Hüttl schnappte sich Dennis Reul die Scheibe und fand Damiani, der die Scheibe abfälschte. Riley McCourt versuchte es wenige Sekunden später, aber die wiederum von Damiani abgefälschte Scheibe blieb in den Beinen der Verteidiger hängen. Miles Powell bekam
einen wunderbaren Pass von Agostino, wollte zu Simpson passen, doch Thomas Cemić konnte mit einem gut getimten Block das Zuspiel verhindern. Schlagartig ging es in die andere Richtung. Dennis Reul spielte einen schönen Aufbaupass auf Riley Damiani, der Anthony Lewis einsetzte. Lewis scheiterte jedoch nur am Pfosten. Danach prüfte Daniel Schmelz die Schoner des Augsburger Goalies. Charles Bertrand übernahm und gab die Scheibe zu Alex Pretor, der zusammen mit Daniel Schmelz dafür sorgte, dass Mann die Scheibe einfrieren musste. Riley Sheen versuchte es mit einer feinen technischen Einzelleistung, scheiterte aber an Riley McCourt und Dennis Reul. Thomas Cemić forderte auf der anderen Seite Michael Gartheig heraus. Die letzte Offensivaktion im ersten Drittel gehörte jedoch Ingolstadt. Simpson eroberte sich die Scheibe, spielte einen kleinen Pass zu Kenny Agostino, der Miles Paul bediente. Thomas Cemić konnte Paul jedoch die Scheibe stibitzen, bevor er zum Abschluss kam. Ingolstadt kam besser aus der Pause. Strauss Mann musste gleich auf der Hut sein und machte gegen Riley Sheen, der nach einer Kombination zwischen Miles Paul und Daniel Pieter freigespielt wurde, die Ecke zu. Philipp Reto und Wayne Simpson spielten hinter dem Augsburger Tor ein schönes Tic-Tac-Toe mit Kenny Agostino. Strauss Mann konnte nur mit einem starken Reflex parieren. In dieser Phase taten sich die Augsburger schwer, an den Puck zu kommen, da Ingolstadt die Scheibe nun besser laufen ließ. Dennoch hatten die Augsburger in vielen Situationen ein Bein oder Strauss Mann dazwischen. Noah Dunham prüfte den IV-Goalie aus einer Kontersituation heraus. Strauss Mann hielt auch diesen Schuss. Aber auch die Augsburger hatten nach etwa 4:30 im Mittelabschnitt mal wieder ein offensives Lebenszeichen. Nach einem erfolgreichen Vorcheck von Justin Wolleck gegen Leon Hüttl kommt Dennis Reul an die Scheibe. Übergibt sie an Luca Tosto, der ERC-Goalie pariert erst den Tosto-Schuss, dann gegen den immer noch vorne befindlichen Dennis Reul. Letztendlich setzt er sich auf die Scheibe, um sie vor dem heraneilenden Justin Wolleck zu schützen. Nur wenige Sekunden später ergab sich durch ein Abstimmungsproblem zwischen Nolan Sejic und Riley Damiani, da keiner von beiden wirklich die Scheibe spielen konnte, eine Chance für die Ingolstädter. Miles Paul schnappte sich die frei gewordene Scheibe und lief allein auf den Augsburger Kasten zu, scheiterte jedoch an einem gut reagierenden Strauss Mann, welcher von einem Haken des mit nach hinten geeilten Anthony Lewis profitiert. Ingolstadt übernahm in dieser Phase erstmal das Spiel. Wojciech Stachowiak leitete die nächste größte Chance für den ERC ein. Nach seinem Pass zu Charles Bertrand trifft dessen Schuss das Tor nicht. Über Hüttl, der die frei gewordene Scheibe eingesammelt hatte, landete die Scheibe wieder bei Bertrand, der vom linken Bullikreis per Direktschuss abzog. Er traf erneut das Tor nicht. In den nächsten Minuten entwickelte sich ein Spiel, welches zwar von den Ingolstädtern kontrolliert wurde, aber sie scheiterten daran, wirklich klare Torchancen herauszuspielen. Das Penalty-Killing der Augsburger überstand auch noch ein Überzahlspiel des Gegners. Der von der Strafbank kommende Riley McCourt
leitete einen gefährlichen Konter ein. Der Pass auf Alexander Oblinger war dann leider etwas zu ungenau, sodass der Konter nicht ausgespielt werden konnte. In den nächsten Minuten sollte sich das Spiel wieder ein wenig beruhigen. Oftmals fehlte in den Aktionen beider Teams die letzte Präzision. Ingolstadt kontrollierte dennoch weiter das Spiel. Auch ein Powerplay der Augsburger änderte nicht wirklich etwas daran. Stattdessen ergaben sich zwei Konterchancen für die Ingolstädter. Erst erkämpfte sich Philipp Kraus die Scheibe gegen die in dieser Situation etwas passive Verteidigung der Augsburger Panther und testete Straußmann. Wenig später dann ergab sich durch ein Missverständnis im Powerplay der Augsburger Panther und eine missglückte Scheibenannahme von Chris Collins ein Unterzahlkonter der Ingolstädter. Austin Keating konnte sich die Scheibe sichern und über außen ins gegnerische Drittel fahren. Er versuchte den mitgefahrenen Leon Hüttl einzusetzen, der den Schläger ins Zuspiel hielt. Er verfehlte das Tor jedoch knapp. Alex Breton wurde gegen Drittelende noch einmal schön von seinen Teamkollegen Kenny Agostino und Wayne Simpson freigespielt. Das dritte Drittel startete ähnlich wie das erste, mit Strafen diesmal jedoch auf beiden Seiten. Philipp Kraus kassierte eine fragwürdige Strafe wegen Beinstellens. 42 Sekunden später folgte Anthony Lewis auf Seiten der Augsburger wegen eines Stockschlags gegen Fabio Wagner. Beim anschließenden 4 gegen 4 erspielte sich der ERC mehrere Großchancen. Kenny Agostino eroberte sich einen langen Pass von Leon Hüttl, setzte sich robust durch und brachte die Scheibe vor das Tor zu Miles Powell, der jedoch am Schoner von Straußmann scheiterte. Leon Hüttl konnte die Scheibe wieder aufnehmen, sagte Kenny Agostino, der sich mit der Scheibe um Dennis Reul herumdrehte und einen kurzen Pass zurück zu Leon Hüttl spielte, der am Bullikreis einen scharfen Pass zu Alex Breton fand. Anstatt selbst abzuschließen, legte er zu Kenny Agostino zurück, der den Puck jedoch verfehlte. Ingolstadt gelang es jedoch, den Puck in den eigenen Reihen zu halten. Noch in derselben Angriffssituation brachte Leon Hüttl mit einem halben Bauerntrick die Scheibe bevors Tor. Weder Kenny Agostino, der am kurzen Eck nachstocherte, noch Alex Breton, der unmittelbar vor dem Tor zu zwei Nachschüssen kam, konnten den reflexartig reagierenden US-Goalie überwinden. Dann erlebte das Spiel wieder eine Phase von Ingolstädter Dominanz, ohne dass zwingende Torchancen entstanden. Justin Wolleck kassierte eine unnötige Strafe wegen Behinderung und verhinderte so einen gefährlichen Konter. Die nächste Chance für Ingolstadt ergab sich direkt vom Bulli. Kenny Agostino setzte sich durch, bediente Miles Powell, der erneut am Schoner von Mann scheiterte. Sekunden später scheiterte Agostino wiederum am Torhüter, nachdem er von Riley Sheen einen gut getimten Pass bekommen hatte. Der Rest des Powerplays vom ERC Ingolstadt verlief dann im Sande, da die Pässe zu ungenau gespielt wurden. Stattdessen hatte der IV einen gefährlichen Unterzahlkonter. Nach dem Powerplay dauerte
es ein paar Minuten, bis der ERC Ingolstadt wieder einen feinen Angriff spielte. Hüttl spielte einen kleinen Pass zu Stachowiak, der Betreu einsetzte. Dieser legte zu Pieter ab, Daniel Schmölz passte zu Stachowiak, der in den Slot gelaufen war. Dieser traf die Scheibe aber nicht entscheidend. Plötzlich wurde das Spiel härter, was Strafen für beide Teams zur Folge hatte. Zuerst erwischte es Philipp Kraus für einen Bandencheck. Nach einem ereignislosen IV-Powerplay, was nicht lange andauerte, nahm Thomas Schemitsch ebenfalls Platz auf der Strafbank. Beim ersten 4 gegen 4 Bulli gelang dem Panthern der Ausgleich. Miles Paul gewann das Bulli und passte zu Wayne Simpson, der den völlig alleingelassenen Alex Bretton anspielte. Bretton zog direkt ab und traf zum Ausgleich. Strauss Mann konnte nicht mehr eingreifen. Wer jetzt dachte, das Spiel würde sich etwas beruhigen, der sah sich getäuscht. Augsburg gewann das Bulli, die Scheibe landete bei Mick Köhler, der sie zu Riley McCord passte. McCord lief fast durch die gesamte Mittelzone, sah Anthony Lewis. Lewis passte zu Riley Damiani. Dieser versenkte die Scheibe unter der Latte über den halbliegenden Gehrteig hinweg im Netz. Ingolstadt kam direkt nach dem Führungstreffer wieder zu Chancen. Erst vergab Leon Hüttl ein tolles Zuspiel von Daniel Pieter. Dann, nach tollem Zuspiel von Daniel Pieter, dann scheiterte Simpson an. Straussmann und Riley McCord kratzte den Puck schließlich von der Linie. Aus dem Gewühl heraus folgte eine Strafe gegen Augsburg. Anthony Lewis musste für 2 Minuten vom Eis. Ingolstadt kam in Überzahl zu einigen guten Abschlüssen, aber Strauss Mann war zur Stelle. Wieder zurück bei voller Mannstärke für beide Mannschaften gelang Ingolstadt der Ausgleich. Henriques Morales gewann das Bulli. Philipp Kraus schlich mit der Scheibe um den Bullikreis herum und schoss den Puck an die Kufe von Strauss Mann, wo er abprallte und von dort aus im Tor landete. Die Augsburger hätten durch einen Konter von Andrei Hakkulinen und Cody Kunic direkt antworten können, aber Hakkulinen traf die Scheibe nicht optimal. Riley Damiani nahm kurz vor Schluss eine Strafe wegen Beinstellens. Aus dem Powerplay konnten die Ingolstädter aber nicht profitieren. Die Augsburger hatten noch eine Konterchance, aber Gatzeig parierte. Mit einem 2:2 ging das rasante Spiel in die Verlängerung. Die ersten 3 Minuten der Overtime verliefen so wie eine 3 gegen 3 Overtime in der DL eben auch mal verlaufen kann. Beide Mannschaften waren erst einmal darauf bedacht, keine Fehler zu machen. Es wurde spektakulärer, als Riley Sheen nach schier endloser Suche Alex Brator fand, der mit einer bauerntrickartigen Aktion eigentlich in eine gute Schussposition kam. Anstatt zu schießen, legte er noch einmal auf Daniel Pieter ab. Pieter scheiterte jedoch zweimal am reflexartig reagierenden Torhüter. Sekunden später sollte eine ähnliche Situation das Spiel entscheiden. Pieter spielte zu Wayne Simpson, der von hinter dem Tor Alex Brator bediente. Dieser scheiterte aus kürzester Entfernung am Torwart. Die freiliegende Scheibe ergriff Sängerli, der das Spielgerät blitzschnell an Cody Kunic weitergab. Da alle drei Spieler von Ingolstadt für den vorherigen Angriff
aufgerückt waren, hatte Cody Kunick viel freies Eis vor sich und schloss mit einem Schuss vorbei an der Stockhand von Garteig in die Maschen ab. Mit dem 3:2 verwandelte er das Kurt-Frenzel-Stadion in ein Tollhaus und die ersten drei Augsburger Punkte der Saison waren hiermit gesichert.